Strukturell den Strompreis zu verändern, ist derzeit auf europäischer Unionsebene ein heiß diskutiertes Thema. Mir geht das alles persönlich auch viel zu langsam. Ich hätte gerne gehabt, dass man kreativer ist, auch in der Frage dieser berühmten, berüchtigten mittlerweile Merit Order. Also das heißt auch, dass die Gaskraftwerke hier eben deutlich günstiger produzieren können, als das, wie es jetzt derzeit läuft. Das orientiert sich immer am teuersten Kraftwerkssystem. Damit ist der Strom auch teuer, wenn es aus der Wasserkraft kommt. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Es gibt ja keine Mehrheit in der Europäischen Union dafür. Allein staatlich können wir es nicht durchführen. Im Gegensatz zur Iberischen Halbinsel, also Portugal und Spanien, haben eine sehr geringe Konnektivität zum Rest Europas, also wenig Verbindungen. Das heißt, wenn die dort einen Preisdeckel einführen, das haben sie ja auch getan, dann bleibt der in diesem Bereich und der billige Strom wird nicht sofort weiter exportiert, weil dafür die Anschlüsse zu gering sind. In Österreich wäre es wieder anders. Wir sind so verwoben in der Mitte Europas mit den anderen Ländern, dass in dem Moment, wo wir den Preis künstlich drücken würden, sofort dieser billige Strom exportiert wird, frei gehandelt wird und damit wie eine Subventionierung der Nachbarstaaten stattfindet, aber hier die Stromkunden damit dann automatisch weniger auch da zur Verfügung haben und davon profitieren. Das heißt, das ist etwas, was leider so nicht auflösbar ist. Wir arbeiten eben nach wie vor dran, auch die Europäische Unionsebene, und dazwischen versuchen wir durch Direkthilfen hier einzugreifen.